So, künstliche Kreativität im 18. Jahrhundert. Klar, ist natürlich eine provokative Frage, aber die ist gar nicht so provokativ, weil die ist wirklich wahr. Es gab natürlich, können Sie sich ja schon vorstellen, den Mozart-Würfel, den kennt vielleicht jeder, aber es gab schon Formen der Kreativität. Trotzdem wollte ich mal anfangen mit einem Werk, um hier den Unterschied auch zwischen künstlicher Intelligenz und Morphing zu zeigen. Das war jetzt ein Werk von Daniel Heiss und es gibt eigentlich Techniken, die sich so ähnlich ansehen ließen. Also das war nicht ganz neu, weil was wir mit visuellem Morphing bisher machen konnten, war eigentlich ganz ähnlich. Also Übergänge schaffen. Und die künstliche Intelligenz hat hierbei aber einiges geleistet, und zwar, dass sie das ermöglicht hat, dass das Gesicht sehr lange Gesicht bleibt. Also das Gesicht davon über Gesichter in andere Gesichter übergehen. Also 3:2:1. Das könnte Morphing gar nicht so einfach alleine bewerkstelligen. Also hier hat nochmal so ein Quantensprung durch die neuronalen Netze, durch Machine Learning stattgefunden. Aber jetzt wollen wir von diesem sophisticated jetzt nochmal ganz zurückspringen, woher die künstliche Intelligenz überhaupt kommt und was sie überhaupt darstellt. Und ich habe jetzt ganz, ganz einfach mal in Wikipedia nachgeschaut, was sie denn ist. Und habe hier so ein paar Stichworte gefunden, die ganz spannend sind. Automatisierung intelligenten Verhaltens. Also Automatisierung, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente. Maschinell lernen ist klar, das wissen wir, und da geht die Definition noch weiter. Wir wollen verschiedene Probleme, eigenständige Probleme bearbeiten. Also die künstliche Intelligenz sollte in der Lage sein, eigenständige Probleme zu bearbeiten, intelligentes Verhalten simulieren und das menschliche Denken mechanisieren. Das sind ja schon ein bisschen roboterartige Vision, vor allen Dingen die Vision naja, fast der Kopie, also die sogenannte starke künstliche Intelligenz, die Kopie eines Menschen herzustellen. Da sind wir natürlich zum Glück noch weit von entfernt und mal schauen, wie weit das geht. Aber das ist eigentlich, was künstliche Intelligenz sein soll. Jetzt würde ich diesen Begriff, haben Sie sicherlich auch schon gemacht, in Ihrem eigenen Denken hinterfragen und sagen, naja, der Intelligenzbegriff ist selbst in der Psychologie nicht ganz unhinterfragt und auch uneindeutig. Und warum sollen wir den hier, so einen wackeligen Begriff hier verwenden? Deswegen würde ich lieber von künstlicher Kreativität sprechen. Und dann sieht das Ganze schon ein bisschen klarer aus, das ganze Feld, in dem wir uns bewegen. Oh, jetzt ist da ein Typo. Woraus besteht künstliche Kreativität? Und da habe ich mal versucht, so eine Hypothese darzustellen, dass es eigentlich geht um die beiden Pole von Zufall und Struktur, und wie diese beiden zusammen interagieren. Also es lassen sich ganz, ganz viele Algorithmen, ganz viele Prozesse, ganz viele Kompositionen und Stile aus dieser Dualität entwickeln. Und für mich ist jetzt im Augenblick sind diese beiden Elemente die eigentliche Grundlage von künstlicher Intelligenz oder von Kreativität überhaupt. Und das die Grundlage von vielen, vielen Verhalten. Wir können das immer wieder darauf zurückführen. Und Struktur, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt von dem Mozart-Würfel ausgehen, und Struktur wäre dann der Würfel mit seinen 6 Zahlen, das wäre die Struktur und seine geometrische Ausformung und das Setting, dass ich diesen Würfel werfe und dann eine Zahl rausbekomme. Und Zufall ist natürlich der kleine Innovator,
Also Struktur etwas Festgelegtes und Zufall etwas nicht Festgelegtes. Die beiden miteinander interagieren, die beide miteinander interagieren. Und natürlich habe ich das musikalische Würfelspiel mal auch in einem kleinen Beispiel mitgebracht. Und da sehen wir den Würfelvorgang. Es werden verschiedene Konstellationen von Takten ausgewählt. Da wird das Ganze gestartet. Das haben Sie selber sicherlich schon mal hier und da gehört oder auch vielleicht kennen Sie es recht gut, deswegen wollte ich hier nicht so lange reingehen. So, jetzt habe ich ein jetzt praktisches Beispiel, wo dieses Konzept nochmal angewendet worden ist. Einerseits in einem Klavierstück, in dem so eine gewisse Publikumsbeteiligung da ist, nämlich ein Computer, der Takte würfelt. Die Takte werden halt konfiguriert durch Zufall. Und das Publikum sagt, welche Gruppe von Takten, also bestimmte Motiviken wie Tonleiter, Akkorde oder Motive oder Repetitionen, also wo diese Themen verwendet werden. Also die Zuschauer machen Votum, die Kamera misst die Farbintensität des Votums und würfelt dann eigenständig einen bestimmten Set von Takten aus. Sind hier Farben quasi. Und die Priorität gewinnt. Gelb ist es diesmal. Das sind Repetitionen. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Das geht dann so weiter, bis die Pianistin das Stück für beendet erklärt. Hier noch eine weitere Variante, in der ein Tänzer diesen Mechanismus steuert durch seine Bewegung, in denen er ein bestimmtes Feld betritt und dieses dann aktiviert und dadurch quasi durch seine Bewegung die Musik steuert. Gleichzeitig macht das System auch noch Vorschläge für die Choreografie, also nicht nur für den Klang, und kann dadurch verschiedene Prozesse initiieren. Natürlich einer der ganz wichtigen Algorithmen und Vorläufer von künstlicher Intelligenz ist Markov-Kette. Ich weiß nicht genau, ob Sie bekannt Ihnen das System ist. Ich versuche es mal kurz zu erklären. Weil es besteht eben aus dieser Kombination von Regeln und Zufall. Also eigentlich ist die Markov-Kette schon so eine Art Prototyp, primitiver Prototyp von künstlicher Intelligenz. Und zwar wird ja eine Melodie jetzt analysiert und das ist das Machine Learning. Also man
Man gibt Daten rein über eine Melodie und die Maschine analysiert diese Melodie auf verschiedener Weise. Und zwar die einfachste Art und Weise ist die einfach der statistischen Wahrscheinlichkeit, der statistischen Häufigkeit einer Note. Ne? Wir sehen da C4 ist 0,32, also 32% der Töne, die vorkommen, sind C4. 12% sind D4, 20% F4, 8% E4 und so weiter. Daraus setze ich dann das Stück zusammen und muss dann 100% ergeben. Also wenn ich das jetzt wieder laufen lasse, anwende, würde ich sagen, wenn ich diese Regel jetzt anwende, dass ich zu 32% C4s, zu 12% D4s etc. bekomme, dann bekomme ich ein Stück, was marginal Ähnlichkeit hat mit dem Ausgangsstück. Wenn ich ein bisschen mehr Ähnlichkeit will, dann gehe ich rein in die Markov-Kette erster Ordnung und da habe ich immer Folgen von Tönen auf das C4, kommt mit 37,5%iger Wahrscheinlichkeit wieder ein C4. Auf das C4 kommt mit 25%iger Wahrscheinlichkeit ein D4 etc. Also hier habe ich schon nicht nur die statistische Häufigkeit, sondern schon eine bestimmte Anordnung von Tonfolgen und deren Häufigkeit. Und dann kann ich noch weitergehen, denn hier wird es schon ein bisschen ähnlicher zum Original. Kann ich noch weitergehen. Zweite Ordnung, ich habe zwei Tonfolge, also wenn vorher D4 und C4 gekommen sind und gibt es 0% Wahrscheinlichkeit, dass danach wieder ein D4 kommt oder 0%, dass danach ein C4 kommt, aber 50% Wahrscheinlichkeit, dass danach ein F4 kommt. Also hier grenze ich die Möglichkeiten ein und erzeuge schon eben eine weitere Ähnlichkeit. Und dann kann ich das so weitertreiben. Dritte Ordnung, hier gibt es drei Tonfolgen, die analysiert werden. Also nach der Abfolge von C4, C5 und A4 kommt mit 100%iger Wahrscheinlichkeit F4. Und das ist jetzt schon mal so ein Hinweis. 100%iger Wahrscheinlichkeit heißt, dass es immer ein Abbild des Originals ist. Hier gibt es also keine Varianten mehr. Ja, und ich gehe ja zwischen Varianten, der nullte Ordnung, und der absoluten Reproduktion, also keine Varianten mehr. Da zwischen diesen beiden Wegen gehe ich hier hin und versuche, das Material herzustellen. Also ich habe hier einige Zahlen mit 0,5. Das sind 50%iger Wahrscheinlichkeiten. Also da gibt es noch ein paar Varianzen in dieser Abfolge. Also nämlich, jetzt wollen wir mal sagen, hier, ein Fall F4, C4, C4, da gibt es 50% Wahrscheinlichkeit, dass ein D4 kommt oder 50% Wahrscheinlichkeit, dass ein C5 kommt. So, und das Ganze jetzt mal angewandt. Also ich habe jetzt hier eine Melodie. Ich glaube, Happy Birthday to You soll das sein. Und dann hören wir uns das mal an, wie das mit 0. 1. 2. 3. Ordnung sich anhört. Das wäre die erste Ordnung. Und deren verschiedene Varianten. Jetzt kommt die zweite Ordnung. Variante. Und jetzt dritte Ordnung. Vierte Ordnung.
Und wir merken, es stimmt fast, aber noch nicht ganz. Und jetzt kommt fünfte Ordnung. Und jetzt ist es relativ vollständig, da das Motiv. Okay, also wir gehen mit Markov-Ketten schon dieses Problembereich von Regel versus also Struktur versus Zufall gezielt an. Und das ist im Grunde genommen, ich komme später nochmal darauf, das ist ja im Grunde genommen schon recht nah an dem, was neuronale Netze machen. Neuronale Netze machen ja nichts anderes, als dass sie Wahrscheinlichkeiten ermitteln für bestimmte Gegebenheiten. Nur sie kombinieren halt verschiedene Gegebenheiten miteinander. Also in diesem Fall war das diese Markov-Kette eigentlich eine Reduktion auf die Tondauer und ja, auf die Tondauer, Entschuldigung, auf den Ton selber, auf die Tonhöhe, Pitch und nicht auf Lautstärke und so weiter. Und da kann man natürlich mit neuronalen Netzen noch mal ein Stück weitergehen. Jetzt gehe ich aber noch mal in andere Algorithmen, um das auch ein bisschen abzugrenzen. Hier, das wäre jetzt ein Lindemeyer-System. Das Spiel mit Verzweigung habe ich es mal genannt. Lindemeyer-Systeme arbeiten eigentlich nur regelbasiert. Also hier gibt es eigentlich keinen Zufall drin. Ich habe eine komplexe, ein Regelsystem. Sehen das hier oben an dem Beispiel. Also die ganz oberste Zeile zeigt mir diese 32251. Das ist der Startpunkt. Das sind die fünf Felder und deren nullte Generation eigentlich. Und darunter, die beiden Zeilen, sind immer die Regeln und die bedeuten, die 1 wird ersetzt mit einer 232. Die 2 wird ersetzt mit einer Pause 51. Die 3 mit einer Pause 14. Und so weiter. Also das wäre so ein Verzweigungssystem, denn Verzweigung deswegen, weil wenn ich eine erste Generation hergestellt habe, dann kann ich eine zweite Generation auf dieser Grundlage herstellen, eine dritte, vierte, fünfte und bekomme dann recht komplexe Muster. Hier mal so eine kurze Anwendung. Wir haben extra ein ganz einfachen Beginn nur Zweien als Startpunkt und dann diese sechs Regeln. Aus 1 wird 2 da 2, aus 2 0, 5, 1, wie ich vorhin erzählt hatte, auch bei aus 3 1, 4 und so weiter. Das hören wir uns mal an, was daraus sich entwickelt. Und spannend ist das insofern, weil das ist natürlich ein komplexes Verhalten, was dieser Algorithmus erzeugt. Und der könnte durchaus eine Pseudo-Intelligenz darstellen. Jetzt müsste das eigentlich, genau, jetzt geht's los. Jetzt wird nochmal die Regel gezeigt. Er hat auf Start gedrückt. Der müsste jetzt gleich eigentlich beginnen zu spielen. Das wäre die erste Generation. Noch relativ einfach. Die zweite Generation. Bei solchem einfachen Material wird eine Periodizität nicht ausbleiben. Dieses Beispiel und wenn man das natürlich ein Stück weiter treibt, dann kann durchaus eine relativ interessante Komplexität, aber auch eine fassliche Komplexität entstehen, also keine chaotische Komplexität. Und das ist ja schon ganz nah an dem, was Mozart eigentlich mit seinen Stücken gemacht. Immer diese kleinen Elemente, die durch Umkehrungen oder verschiedene Umspielungen und so weiter
eine gewisse Redundanz haben, aber eine starke Regelaffinität. Das ist jetzt so ein Video, das nicht aus solch einem durch solch einen Lindemeyer-Prozess entwickelt worden ist, aber in etwa damit assoziiert werden kann. Also eine Visualität, die aus solch einer regelbasierten Struktur entsteht. Soweit das Stück Spin von Bernd Littermann und mir. Und jetzt geht es noch ein Stück weiter. Künstliche Kreativität mit den regelbasierten Systemen, zelluläre Automaten. Auch ein System, in dem eigentlich kein Element von Zufall enthalten ist, sondern nur ganz klare regelbasiertes, ich nenne es mal Verhalten. Und das nochmal ein Nachweis dafür zeigen soll, wie, ich sag mal, wie interessant überhaupt erstmal Algorithmen sein können in ihrem Verhalten. Und dass man sie auch, obwohl sie jetzt gar nicht zufällig, also keine Varianten bilden, aber in ihrer Vielfältigkeit doch für in Anführungsstrichen intelligent halten könnte. Ja, also sie sind reproduzierbar. Das ist ganz klar, wenn so in dem Moment, wo keine zufälligen Komponenten enthalten sind. Allerdings kann man den Zufall auch einführen. Ja, man könnte halt zum Beispiel eine Regel ändern, während das ganze System läuft. Oder man kann Prozesse irgendwie nur teilweise, also man kann eingreifen in die Abfolge eines solchen Systems, um dann solche Varianten realisierbar zu machen, also mit zu integrieren. Und dann kommt es wieder ein Stück näher an das, was in den Markov-Ketten definiert worden ist, diese Mischung zwischen Regel und Zufall und an einer bestimmten, ich sag mal, generativen Komplexität. Kommen nachher noch zu einem anderen System, dass diese generative Komplexität recht gut repräsentiert. Hier ein Beispiel für zelluläre Automaten. Der Klassiker John Conway's Game of Life. Links unten die Regeln, die hier angewendet worden sind, und nur damit Sie sich eine Vorstellung machen können, wie das Ganze sich anhört. Thank you.
So, dieses Beispiel jetzt mal, nur für Sie, kennen Sie diese zellulären Automaten? Sonst würde ich das nochmal kurz erklären, aber wenn Sie sagen, kennen wir alle, können wir das ja auch skippen. Ich kenne sie nicht. Okay, dann erkläre ich kurz, wie das funktioniert. Es sind hier Zellen und diese Zellen können zwei Stadien haben, entweder lebendig oder tot. Ja, die blauen sind lebendig, die grauen sind tot. Und die Entscheidung, ob eine Zelle lebendig wird, also blau wird, oder ob sie tot bleibt, die trifft die Umgebung. Jede Zelle umgibt quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 andere Zellen. Oben 3, unten 3, stimmt gar nicht. 9 sind 8 andere Zellen. Und jetzt stehen auf der linken Seite die Regeln. Also wenn jetzt, man kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn zwei Zellen um diese Zelle herum lebendig sind, dann passiert gar nichts. Wenn drei Zellen lebendig sind, dann würde, oder nein, umgedreht. Wenn zwei Zellen lebendig sind oder weniger, dann stirbt die Zelle, wenn sie lebendig war. Die Zelle in der Mitte. Wenn drei Zellen drumherum lebendig sind, behält sie ihren Status bei. Oder wenn vier Zellen lebendig sind, dann würde sie selber lebendig werden, den Zustand also ändern. Also ich habe drei Möglichkeiten. Sie stirbt, sie behält den Zustand bei, den sie gerade hat, oder sie wird lebendig. Ja, und das wird eben durch diese Umgebung definiert. Und diese Regeln definieren das Verhalten dieser Muster. Dann brauche ich nur so eine Art initiale Bedingung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier das mache, das wäre die initiale Bedingung, dass ich sage, ich setze bestimmte Zellen auf lebendig. Und dann ist alles andere eine Folge dieser Regeln. Ja, also Also das heißt, es wird nur angewandt. Dann ändert sich, gibt es eine neue Konfiguration von lebendigen und toten Zellen und dann wird das ganze, die ganze, ganze Regelsystem wieder angewandt. Und man hat das früher, das ist dieses John Conway, ist ein Mathematiker, Game of Life, der hat mit unter bestimmten Einstellungen hat er das Aussterben von Populationen über solch einen Algorithmus berechnen können. Eigentlich, wie sind die Bedingungen und wie passiert das Aussterben? Passiert das schnell oder passiert das langsam? Passiert das plötzlich? Ist das ein schleichender Prozess oder wie funktioniert sowas? Und das konnte man damit darstellen. Und wir haben dann im ZKM mit diesem Prozess, John Conway's Game of Life, auch dann eine ganze Oper gemacht. Ich weiß gar nicht, ob Sie davon gehört haben, die Amazonas-Oper damals. Ich habe einen kleinen Ausschnitt auf Video dabei, wenn man mal reinhören, man sieht das Game of Life, also und das, jeder Ton ist auch hiervon quasi erzeugt worden, also von diesem Algorithmus. Der Algorithmus ist visuell präsent als auch akustisch präsent. Streng genommen ist ja hier der Prozess hier noch nicht angelaufen. Das ist immer noch eine Art Vorspiel, weil immer nur eine Zelle lebendig und tot ist.
So, dieses Beispiel. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Keynote. Jetzt gab es in den 90ern eine weitere Zuspitzung, würde ich sagen, dieser Thematik künstliche Intelligenz. Wir wissen ja, dass auch Xenakis sehr stark mit Zufallsprozessen, aber mit gesteuerten, regelbasierten Zufallsprozessen gearbeitet hat. Und das macht seine Arbeit eigentlich so stark. Er hat den Zufall als solches nicht so einfach benutzt, sondern hat ihn eingegrenzt und eben mit Regeln kombiniert. Natürlich hat auch Cage sowas gemacht, aber er hat Regeln gemacht, die natürlich jetzt nicht, ich sag mal, mathematisch so klar formulierbar sind. Ja? Also Etudes Austral, die eine Sternkarte für die Punkte der Töne zu nehmen, ist natürlich eine ganz andere Form von dem Umgang mit Regeln und Zufall, obwohl es letztendlich beides auch ist. In den 90ern entstand entstanden Systeme, in denen sowohl Constraints-Regeln, also das sind Einschränkungen, man kennt sie aus dem Kontrapunkt, das heißt, bestimmte Dinge darf ich nicht, das ist eine Constraint-Regel. Und das andere ist eine generative Regel, ich erzeuge halt irgendwas. Und wenn ich das kombiniere, dann kriege ich natürlich, kann ich ganz gut so einen Kontrapunkt eigentlich modellieren, nachmodellieren. Also ich kann eine abstrakte Regel nehmen und komme dann zu einem konkreten Beispiel einer Fuge oder so. Und dann kombiniere ich noch ein bisschen Zufall, damit ich eine Vielfältigkeit herstellen kann. Und schon habe ich ein System, was relativ gut komponieren kann. Das war David Cope, der damit sehr innovativ gewesen ist. Anfang der 90er hatte er Systeme rausgebracht, in denen er eben schon ganz gut Bach und Mozart simulieren konnte. Und Beethoven, sagte er, dass damals das sei das große Problem, weil Beethoven so Brüche hatte in seiner Komposition, die ganz schwer zu simulieren waren. Obwohl er das auch versucht hat und später auch ein bisschen erfolgreicher geschafft hat. Ich will solche Beispiele mal zu Gehör bringen, die Qualität dieser Komposition vielleicht beleuchten. Also wie plausibel ist das, was wir da hören? Natürlich sind das jetzt auch eine Auswahl von verschiedenen Versuchen, Kompositionsversuchen. Das heißt, das sind jetzt die besten Versionen, die hervorgekommen, die aus dem System, mit dem System erzeugt worden sind. Aber, also das heißt, da ist noch ein menschlicher Filter hinten dran und nicht so, dass das System einfach was Gutes rausspuckt. Und das ist ja auch ein Problem, was wir mit den gegenwärtigen neuronalen Netzen immer noch haben. Das sind ja alles Systeme, die mit der Assistenz von Menschen nur funktionieren können. Das heißt, man muss halt es gibt immer ein paar Kriterien, die noch nicht richtig angewendet werden. Und deswegen gibt es einfach Ausschuss auch dabei. Man könnte natürlich auch sagen, auch Bach hat vielleicht Ausschuss produziert oder er musste auch Dinge erst ausprobieren und bevor er das Optimum erreichte in seinen Werken. Gut, das sei dahingestellt, aber hier jetzt erstmal ein paar Beispiele, Vivaldi. Dann zum nächsten Choral von Bach. Und
Schlussstück von Bach, eine Invention. Gehe mal den Beethoven, weil es viel Zeit braucht. Also das klingt schon recht plausibel, wenngleich man natürlich sagen könnte, okay, es könnte noch ein bisschen interessanter oder reibungsvoller sein. Aber das sind schon Systeme, die seit den 90er, also vor 30 Jahren, schon relativ plausibel komponieren konnten oder einen Stil reproduzieren konnten. Und da sind wir bei wichtigen Thema. Wir hatten hier, ich glaube, das erste Beispiel war synthetisch erzeugt, das zweite und dritte war, glaube ich, so hörte sich zumindest einigermaßen gespielt an. Wir haben hier ein ganz großes Problem natürlich, wenn wir Töne betrachten. Was betrachten wir denn da? Also wenn wir Tonmaterial haben, also symbolische nennt man das, Symbols, dann ist das ein abstrahierter Ton, ja, ein C. Viertelnote ist ein abstrahierter Ton, ist ja nicht der Ton selber. Und wir wissen ja auch, in der Notation steht vielleicht mal Ritardando dran, aber in der Barocknotation, da steht ja fast gar nichts an Interpretationsvorschriften dabei. Also was für, wenn wir jetzt solch einen Barock, bei einer Barocknotation in ein intelligentes, in ein neuronales Netz geben, dann gibt es das Problem, dass die ganzen Vortragsaspekte auch nicht enthalten sein können, weil sie gar nicht in der Notation drin sind. Ich habe jetzt nur mal hier so ein Beispiel, Chopin nur mit Toninformationen und dann die interpretierte Variante, um es auch anschaulich zu machen. Macht es ganz gut klar. Jetzt das Ganze von einem Pianisten interpretiert. Ton plus Lautstärke, Klang und Zeit. Natürlich, wenn ich die integriere, dann integriere ich eine ganze Menge an, ich sag mal, Human Factor. Also ich spreche das deswegen an, weil wir dürfen jetzt der Intelligenz nicht Versäumnisse vorwerfen, die sie gar nicht anders lösen kann. Wenn wir also solch einem Netz nur solche Noten geben, dann kann sie gar nicht diese künstlerische Qualität hervorbringen, die wir von ihr erwarten. Oder wir müssen es so machen, dass sie, wenn wir ihr Noten geben, dann soll sie Noten erzeugen und dann müssen wir sie selber als Mensch interpretieren können. Ja, deswegen waren die habe ich dieses Thema angesprochen vorhin bei den Beispielen, ob die jetzt wirklich reinterpretiert worden sind. Das ist da schon recht wichtig. Es gibt aber auch eine andere Ebene neuronaler Netze, die Klang bekommen und die dann quasi alles zusammen an Informationen, quasi die komplette Interpretation bekommen. Wenn ich solche Netze aber jetzt mit ganz unterschiedlichen Stilistiken füttere, dann ist die ja nicht, also wenn ich jetzt Renaissance-Musik, Barockmusik, zeitgenössische Musik aus dem 20. Jahrhundert und Romantik und Klassik reingebe, dann ist ja so eine große Divergenz an Stilistiken in diesen Stücken vorhanden, dass es fraglich ist, ob die Intelligenz dann überhaupt eine Stilistik herauskriegt oder ob das nicht einfach eine große Mischung aus verschiedenen heterogenen Daten wird. Und ich hatte es schon mal angedeutet, denn letztendlich, was neuronale Netze machen, ist ja ermitteln Wahrscheinlichkeiten.
Wahrscheinlichkeiten, die, wie oft eine bestimmte Konstellation von Daten vorkommt. Ja, mehr ist das ja gar nicht. Also, und dann, wenn sie diese Wahrscheinlichkeit ermittelt hat, dann kann sie diese Wahrscheinlichkeit anwenden, ähnlich wie bei der Markov-Kette. Sie analysiert vorher und dann wendet sie die Analyse an, um dann ein neues Material herzustellen. Und das, was sie analysiert hat, auch, sie kann nur das verwenden, was sie analysiert hat. Und das ist immer so eine Frage, ob man und wie man dem Netz beibringt, diese auf, also die richtigen Daten wahrzunehmen. Und damit hängt zusammen, dass diese neuronalen Netze, die sind ja eigentlich eine Blackbox. Ich kann sie im Gegensatz zu den regelbasierten Systemen von David Cope, die er programmiert hat, also er konnte diese Regeln selber programmieren, deswegen konnte er auch eingreifen in diese Regeln und diese verändern. Ein neuronales Netz kriegt nur Daten. Ich konfiguriere das Netz, da kann ich durchaus etwas machen in dieser Konfiguration und dann muss ich gucken, was rauskommt. Und ich hatte mal mit einem Entwickler gesprochen, der solche Gesichter produziert hat mit neuronalen Netzen. Er sagte dann, er hat eine Zeit lang das Netz gefüttert mit Gesichtern und hat dann welche erzeugen lassen, um die Qualität des Outputs zu kontrollieren. Und irgendwann fing das Netz an, Leute, Gesichter mit eingedütschten Nasen zu reproduzieren. Und er sagte, von dem Moment musste ich von vorne anfangen. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich konnte nur einfach andere Daten nehmen. Ich konnte aber nicht eingreifen in das Netz, dass es jetzt die normalen, die richtigen Nasen nimmt. Das heißt also, das zeigt den Fluch und Segen, den wir da ausgesetzt sind. Wir können relativ wenig eingreifen in diesen Prozess der Erzeugung von Daten. Ich habe jetzt noch schnell, ich glaube, hier, das machen wir nochmal. Das überspringe ich mal. Das wäre jetzt so ein Beispiel gewesen für was das neuronale Netz recht gut können. Sie können gut interpolieren zwischen zwei verschiedenen Stadien. Hier wären zwei Motive gewesen und der Übergang zwischen diesen beiden Motiven, den hätte man können. Aber ich springe jetzt mal in den anderen Themenbereich. Audio-Style Transfer, hier ein Beispiel für zwei verschiedene Klänge, die solch ein neuronales Netz anwendet. Also Style Transfer ist ja dieses, wenn ich ein Foto habe und das soll jetzt so aussehen, wie Van Gogh es gemalt hat. Also daher kennt man diesen Begriff, dass also ein bestimmter Stil angewendet wird auf einen anderen und hier sind es zwei Klänge. Jetzt das. Und das Ganze kommt. Hört sich gar nicht so spektakulär an, ist ganz ähnlich zu dem, was wir Convolution nennen. Es ist eine Multiplikation von zwei verschiedenen Signalen, aber ohne diesen sogenannten Smearing-Effekt, in dem Zeitverläufe, also das Ganze wird so verhallt in etwa so und ohne diesen Smearing-Effekt. Also wir können neue Klänge erzeugen, indem wir solch ein neuronales Netz mit verschiedenen Klängen trainieren und dann solche Style-Transfers erzeugen. Hier ist jetzt nochmal ein Abschnitt, der sich um das Thema, naja, wie weit, um so eine Hypothese bemüht. Also wie weit wollen und können wir gehen? Hier gibt es schon ganz konkrete Beispiele von neuronalen Netzen, die eigenständig komponieren und hochoptimiert sind. Das ist auch eine wichtige Sache. Ein neuronales Netz kann nicht immer alles tun.
Es muss halt für eine bestimmte Aufgabe sehr genau vorbereitet werden. Also zum Beispiel angelernt, es muss die richtige Struktur haben, etc. Also das ist nicht so, dass wir da einfach ein Netz hinstellen und dann zack, macht es das, was wir wollen, sondern es macht meistens nicht das, was wir wollen. Und hier ist aber ein Beispiel für solche hochoptimierten Netze und das finde ich schon ein bisschen beängstigend, was da passiert. Gerald singing at long last love. Is it an earthquake or simply a shock? And here's Jukebox's version of how it thinks Ella Fitzgerald would sing at long last love without knowing what the original song sounds like. Is it a earthquake or simply a shock? Here's the same sort of thing with Who Killed It by Nas. Now she's on the lam, she made it out with 200 grand. What a scam. While these two compete on who's. And Jukebox's version of Who Killed It by Nas. Damn, she's on the lam, she made it out with 200 grand. What a scam. While these two compete. There are a ton of different ways that they can do these re-renditions too. In the completions tab, you can see what happens when you give the first 12 seconds of a song, like Uptown Funk. And then you see the craziness that unfolds when Jukebox tries to guess what the rest of the song might sound like. Eventually, we make our way to the Fun Songs tab, where they take an existing song and have it performed in the style of a new musician, which in turn changes a lot about the original. That's how we can get Frank Sinatra singing stuff from La La Land. City of stars, are you shining for me? And Kanye rapping Lose Yourself. Yeah, his palms are sweaty, knees sleep, palms are heavy, his pollen on his spread already, mom. Yeah. So in general, I wanted to talk about this organization and their endeavors for a few reasons. One, it's just ridiculously cool. I think it's very interesting, and I thought you might be interested as well. Two, from a technology standpoint, it can give you an idea of what AI and machine learning is capable of right now, and how much it can and will change the world in the future. And three, machine-generated music. Ja, also das wollte ich nochmal so an den Schluss setzen. Ich hätte noch ein weiteres Beispiel, aber die Zeit ist jetzt so gut wie um, dass diese Systeme schon sehr kreativ sein können, dass sie in der Lage sind, bestimmte substanzielle Informationen in Material zu entdecken und die umzusetzen. Natürlich, dass immer noch sehr viel Assistenz nötig ist seitens der Menschen. Aber wir kennen das ja schon von den automatischen, ich sag mal, der Rekonstruktion von Gesicht und Sprache, also dass man Videos erzeugen kann und Sprache simulieren kann von Menschen, die nicht mehr existieren. Also diese Fälschung in Anführungsstriche, diese Fälschungsmöglichkeit, die ja auch in der Musik auch besteht. Also da gibt es sicherlich ein paar Anzeichen, bei denen man sehr kritisch sein könnte, die allerdings noch nicht so darauf hinweisen, dass die ein neuronales Netz wirklich innovativ sein kann. Das wäre jetzt so meine Hypothese zum Schluss. Ich denke, die ist jetzt nicht die, ich bin nicht der Einzige, der diese Hypothese erzeugt, aber noch können wir beruhigt sein. Was wir aber nicht genau wissen, ist, was ist, wenn die Kombination verschiedener Techniken, zum Beispiel mit super großen Datenmengen, wenn es solche gibt, also wenn ein System zum Beispiel alle Musik der Welt, die es jemals gegeben hat, gelernt hat, analysiert hat und dann aktiviert werden kann. Also was passiert, wenn da noch ein Quantensprung weiter, noch ein Schritt weiter gegangen werden wird? Das war's.